danke Ihnen, muss ich weniger Text sagen. Gut, willkommen zu unserer heutigen Sendung Donnerstag vor der Skyline von Tex Rubinowitz. Wir haben einige empörte Briefe bekommen, nämlich mit der Frage, was war das letzte Woche für eine schlechte Alfons Haider Parodie von Ihnen, Herr Dorfer? Nun, es war der Opernball. Wir haben nicht gesendet und ich muss meinen Kollegen Alfons Haider natürlich ein bisschen in Schutz nehmen, weil er läuft ja die meiste Zeit als Dagmar Koller und Kaiserin Sissi herum und da war für ihn die Rolle Alfons Haider einfach ein bisschen ungewohnt. Alfons Haider, Arabella Kiesbauer, für mich das Traumpaar, sowas wie eine böse Rache für alle Randgruppenwitze. Und heute also erste Sendung in der Fastenzeit, auch für mich als Satiriker Gelegenheit, ein bisschen innezuhalten, nachzudenken. Ja, hätten wir das erledigt. Und es ist, wie gesagt, Fastenzeit, ernstes Thema. Es geht heute um virtuelle Realitäten. Und ich möchte gleich mal die virtuelle Band vorstellen, die Cyberboys. Ja, danke. Haben sich besonders festgemacht. Schade, dass Sie das nicht sehen können. Es geht also um virtuelle Realitäten. Was ist virtuell, was ist real? Ich möchte das anhand eines kleinen Beispiels verdeutlichen. Die Freiheitliche Partei Österreichs ist ja virtuell gesehen eine Regierungspartei mit Verantwortung. Ja? Danke. Danke, Herbert. Oder die Grünen. Was wissen wir eigentlich konkret von den Grünen? Also außer, dass es sie gibt und das eigentlich ein bisschen herzig sein. Ne? Aber wir wollten Alexander Van der Bellen zwei, drei Fragen zu diesem Thema stellen. Aber jetzt haben wir drauf gekommen, wir haben ja nur 25 Minuten. Und außerdem ist noch nicht Schlafenszeit. Ne? So waren wir gezwungen, einen anderen Experten zum Thema virtuelle Realitäten vor die Kamera zu bitten. Der wirkliche Unterschied zwischen wirklich und nicht wirklich ist schwer. Gibt es eine Wirklichkeit, die wirklicher ist als eine andere? Nehmen wir zum Beispiel diese beiden Gläser Rotwein. Gleichen einander wie das Ei sich selbst, aber es gibt nichts, was genauso ist wie was anders. Kann ich leicht beweisen? Und jetzt den anderen. Der erste ist besser. Wichtig ist auch, dass man sich nicht auf das verlassen kann, was die anderen sehen. Ne? Donne, ja, was ist? Habt ihr weiße Mais? Ich glaube, du springst, bist wieder angesoffen. Marisch. Auch so ein Phänomen, ne? Obwohl der Wirt die Mäuse nicht sieht, sind sie trotzdem vielleicht virtuell. Schlechte Witze kommen aber nicht nur virtuell vor, sondern auch real. Zum Beispiel unser Bundeskanzler. Das ist ja derjenige, der uns im Ausland repräsentiert. Bist du Gut, nein. Ja, mir ist wurscht, ich fahre eh nicht mehr fort, aber Wolfgang Schüssel gibt uns doch immer wieder Rätsel auf. Zum Beispiel fragt man sich oft, warum sagt er jetzt nichts? Oder noch schlimmer, warum sagt er jetzt was? Hm? Und wir haben einen Experten für virtuelle Realitäten zu uns gebeten. Keiner kennt ihn, aber jeder kennt seine Erfindung. Begrüßen Sie Professor Neocons
den Erfinder von Wolfgang Schüssel. It's a video life. Yeah, we are living. It's a video life. For people. It's a video life. We are living. It's a video life. Guten Abend, Herr Professor. Ja. Wollen wir uns vielleicht ganz real setzen? Dass Wolfgang Schüssel eine virtuelle Realität ist, mag für manche überraschend sein. Wie sind Sie auf diese etwas bizarre Figur gekommen? Das war eine Auftragsarbeit Ende der 80er Jahre für die Österreichische Volkspartei. Mhm. Die ÖVP litt damals unter schweren internen Konflikten zwischen den einzelnen Bünden, die kurz davor waren, in bewaffnete Form überzugehen. Also Bauernbund gegen ÖAB, Wirtschaftskammer gegen Industriellenvereinungen, spannendes Semifinale eigentlich, nicht? Damals kam man zur Überzeugung, dass diese Lage mit menschlichen Mitteln nicht mehr Herr zu werden sei. Und so wurde ich beauftragt mit der Schaffung eines künstlichen Lebewesens. Unglaublich, ja? Man war bislang der Ansicht, dass Wolfgang Schüssel, wenn schon nicht menschlich, dann doch im biologischen Sinne ein menschliches Wesen ist. Was hat Sie bewogen, das bei uns exklusiv aufzudecken? Es ist das passiert, was für jeden Programmierer der Albtraum ist. Wolfgang Schüssel ist außer Kontrolle geraten. Ja. Als Laie würde ich sagen, ist mir schon aufgefallen. Aber wie erkennt das der Experte? Erste Verdachtsmomente gab es vor 2-3 Jahren. Da hat sich bei Wolfgang Schüssels Mimik haben sich Betriebsstörungen gezeigt. Ja, hier hat sich also ganz offensichtlich der Prozessor für das souveräne Lächeln, der hat sich komplett aufgehängt. Nicht mehr zu verheimlichen war es dann letzten Winter, als es aufgrund der niedrigen Außentemperaturen ausgelöst zu einem Teilabsturz des Systems kam. Das hat sich in einem völlig unmotivierten Aggressionsanfall geäußert. Ich erinnere mich, der EU-Kommissionspräsident Prodi konnte nach dieser Skistock-Attacke ja nur durch die Kunstfertigkeit der Ärzte wiederhergestellt werden. Aber Wolfgang Schüssel hat sich ja dann entschuldigt. Das ist richtig. Da hatten wir ihn zwischenzeitlich beim Service. Sagen Sie, ist Wolfgang Schüssel eigentlich wartungsintensiv? Nicht besonders. Er wird einmal pro Jahr ins Werk zurückgeholt. Das ist eine als steirisches Kloster getarnte Computerzentrale. Dort wird er laufend abgegradet. Und einmal haben wir ihn auch komplett neu aufgesetzt. Ja, wann war das? Das war nach seiner berühmten Aussage, wenn wir Dritter werden, gehen wir in Opposition. Da mussten wir ihn damals komplett herunterfahren und wir haben die Festplatte radikal geputzt. Mit Erfolg, da wurde ja alles gelöscht. Woran erkennt man sonst noch, dass Wolfgang Schüssel gerade vom Service kommt? Es gibt da etwas, was uns ein bisschen Kopfzerbrechen bereitet, nämlich, dass die moderne Mikrochip-Technologie immer kompakter wird. Aha, und was ist das Problem? Wolfgang Schüssel wird dadurch immer kleiner. Ah, das ist wie bei den Handys, ne? Also wenn auch immer kleiner, bis man sie schließlich nicht mehr findet. Was kann man gegen diese eskalierende Kompaktheit tun? Im Alltag helfen einfache Mittel, zum Beispiel beim Zeit im Bild-Interview kommt zum Wiener Telefonbuch noch das Branchenverzeichnis dazu. Darüber hinaus versuchen wir, den gewonnenen Platz in Wolfgang Schüssel für eine Erhöhung der Speicherkapazität zu nutzen.
Das heißt, die Devise lautet Wolfgang Schüssel sinnvoll nützen. Und welcher Content soll da verstärkt gespeichert werden? Wie bei allen künstlichen Intelligenzen stellt sich auch bei Wolfgang Schüssel die Frage, wird er eines Tages zu menschenähnlichen Gefühlen in der Lage sein? Eine Herausforderung an die Wissenschaft, vergleichbar vielleicht mit einer flächendeckenden Bewässerungsanlage für die Wüste Gobi? Ja, es gab Experimente, ein zwischenmenschliches Zuneigungsprogramm in Wolfgang Schüssel zu installieren. Die haben aber nicht den richtigen Erfolg gezeitigt. Darüber hinaus bringen solche Erweiterungen immer die Gefahr der Systemfehler mit sich. Aha, was kann da passieren? In der Vergangenheit kam es zum Beispiel zu Betriebsstörungen im Spracherkennungsprogramm. Das war vor allem nach der letzten Wahl der Fall. Wolfgang Schüssel war ja vom Werk her programmiert auf Schwarz-Grün. Durch die extrem langsame Sprechweise von Professor van der Bellen bei den Koalitionsverhandlungen wurde aber das Spracherkennungsprogramm in Wolfgang Schüssel außer Kraft gesetzt. Und die FPÖ hat das schamlos ausgenutzt mit ihren Spezialisten für NLP, neurolinguales Programmieren. Richtig, wobei das war in diesem Fall nicht NLP, sondern das war ein Spezialist für NSDAP. Ein Spezialist für NSDAP, war das der Ewald Stadler? Nein, NSDAP ist nervensägend dadaistisches Plappern und da ist keiner so geeignet wie der Herbert Haupt. Ich verstehe. Also, die Neuauflage von Schwarz-Blau kam nur deswegen zustande, weil Wolfgang Schüssel den von Herbert Haupt ausströmenden Datenmüll nicht mehr speichern konnte. Er wurde quasi zugespammt. Und da hat ja nicht nur das Erkennungsprogramm gelitten, sondern auch das Sprachmodul, oder? Ja, das funktioniert zeitweise überhaupt nicht. Was bislang als taktisch raffinierte Wortkargheit galt, ist eigentlich nur weißes Rauschen. Wie kann man Wolfgang Schüssel schützen durch solche Beeinträchtigungen von außen? Hat er eine Firewall? Ja, natürlich, er hat in sich eine Firewall, die ist sogar manchmal so hoch, dass es unmöglich ist, mit Wolfgang Schüssel in Kontakt zu treten. Aber das muss leider Gottes sein, weil es gibt immer wieder Attacken durch Computerhacker. Das klingt beunruhigend. Woher kommen die Täter? Die größte Gefahr droht zurzeit von einer besonders skrupellosen Gruppe von Computerpiraten. Die tarnen sich unter dem Namen Verein zur Förderung der New Economy. Und denen ist es gelungen, einen über eine Homepage übertragenen Virus in Wolfgang Schüssel einzuschleusen. Eine Art Wurm? Schlimmer, eine Art schleimiger Aal. Dieser Virus hat in Wolfgang Schüssel schon zu beunruhigenden Fehlschaltungen geführt. Herr Professor, wenn man Ihre Erfindung mit anderen virtuellen Erfindungen vergleicht, fällt eine gewisse Eigenwilligkeit in der Benutzeroberfläche auf. Also jetzt im Vergleich zu Lara Croft ist da, glaube ich, schon noch ein optisches Optimierungspotenzial drinnen. Das liegt wahrscheinlich an der Entstehungsgeschichte von Wolfgang Schüssel. Ursprünglich haben wir mit biologischen Mutationen experimentiert. Hier sehen wir ein Vorgängermodell von Wolfgang Schüssel. Dieses Vorgängermodell hat sich an den aus dem Hollywood-Film Die Fliege bekannten Experimenten mit Stubenfliegen orientiert. Ja, nicht ganz gelungen, nicht wahr? Ja, aber biologische Mutationen gibt es ja nicht nur in der ÖVP, sondern auch in der weitaus friedlicheren Natur. Dr. Pahl? Mutationen in der beliebten Natur wurden aus steuerlichen Gründen eingeführt. Nämlich der vorchristliche Nebenpapst Babylusius XVIII. Hat in einer Zoologie-Enzyklika Vasin et Varum, nannte er dieses Werk, Erbgut grundsätzlich unter Erbschaftssteuer gestellt. Und um diese Erbschaftssteuer zu umgehen, hat Fauna und Flora dann gemeinsam beschlossen,
die Vererbung grundsätzlich teilweise zu schwänzen und Nachkommen in die Welt zu setzen, bei denen Abstammung nicht nachweisbar ist. Und das führt dann letztlich zu der Artenvielfalt in unserer Welt. Ich möchte an dieser Stelle vielleicht erwähnen, dass es auch noch einen Schlüsselprototypen gegeben hat, damals noch ohne Bluetooth. Dieses Modell war noch mit Kabel und Maus. Sagen Sie, hat der heutige Schlüssel mit dem damaligen was gemein? Gerade noch das Basisprogramm, das sind ein paar Schaltkreise aus einem mechanischen Klavier. Halt ein bisschen ungelenkt das Ganze. Und da könnte ich ein Beispiel nehmen, ne? Und darüber hinaus gibt es in Wolfgang Schlüssel noch ein paar Module aus einem Top Gun Computerspiel. Ich erinnere mich, da musste man Flieger abschießen. Hat er daher seinen Killerinstinkt? Das auch, das wurde aber im Vorjahr von den Erzeugern des Eurofighters missbraucht. Die haben diese Top Gun Module in Wolfgang Schlüssel dazu missbraucht, ein irrationales Kaufprogramm in Wolfgang Schlüssel zu installieren. Ja, da sind ja einige Sicherungen damals durchgebrannt. Absolut. Erwähnen sollte man vielleicht auch noch, dass Wolfgang Schlüssel nicht immer digitalisiert war. Es gab auch einen analogen Schlüssel. Wo ist der jetzt? Im Technischen Museum? Seit wir ihn vom Markt zurückgenommen haben, lebt er sehr zurückgezogen. Aber ich war ihn erst unlängst besuchen. Ja, Hitzinger Villa ist es keine, wo wir ihn untergebracht haben. Eher bescheiden, aber gemütlich. Und hier wohnt also der ehemalige Wolfgang Schlüssel, oder auch wie ihn der Volksmund genannt hat, der Maschel Schlüssel. Ja, Herr Professor, das ist aber eine schöne Überraschung. Ja. Ich habe ihn vom Fernsehen mitgebracht. Dürfen wir reinkommen? Ja, gern. Den Umgang mit dem Fernsehen bin ich ja gewohnt. Ja, beliebt bei den Journalisten, ja, Kunststück, ich war ja bei allen beliebt. Da bitte, wenn Sie schauen wollen, da haben wir ein paar Erinnerungsbilder. Die ganze Prominenz hat mich hofiert. Man hat mich auch der Sonnenkönig genannt. Aber auch die einfachen Leute haben mich in ihr Herz geschlossen. Ja. Es gibt sogar ein Wiener Lied über mich, wenn ich das kurz ansingen darf. Der Dr. Schlüssel hat mir einmal die Hand gereicht. Schön. Ja, hier habe ich meine Marschall-Sammlung. Sind ein paar ganz verrückte Stücke auch dabei. Da habe ich zum Beispiel eins aus Holz, ja, und da sogar eins aus Keramik, ja. Um das war mir der Pepi Chappi mal ganz neidig. Ja, Sie sehen, der Herr Schlüssel lebt noch sehr in der Vergangenheit. Ich habe aber auch viel erreicht. Also entschuldigen Sie, ich habe Österreich in die EU geführt, ja, ich habe Zwentendorf verhindert und ich habe damals beim Staatsvertrag die Russen unterm Tisch gesoffen. Ja, aber es ist mir unbegreiflich, wie man mich ausrangieren konnte. Wenn ich mir den jetzigen Schlüssel so anschaue, ja, da kann man ja nicht das Wasser reichen. Ja, ich als Politiker hatte noch ein Herz, sondern eine Festplatte. Ja, das hat manchmal dazu geführt, dass Sie ein kleines bisschen zu ausgelassen waren, gell? Ja, worauf spielen Sie da jetzt an? Ja, er ist manchmal außer Kontrolle geraten, zum Beispiel wenn die Liesel Gera Querflöte gespielt hat, da hat es öfters so Interferenzstörungen gegeben. Ha, Blödsinn. Liesel hat mir sogar ihre Querflöte geschenkt. Da, bitteschön. Das war auch nur, wenn sie irgendwie ganz speziell reingeblasen hat, irgendwie so. Ja, soll man an sich nicht machen, manchmal geht's aber nicht anders. Wir kennen nun die Entwicklungsgeschichte Ihrer Erfindung Wolfgang Schlüssel. Es ist eine Story voller Höhepunkte, voll ernüchternder Rückschläge, aber auch großer Enttäuschungen.
Wenn ich mir nun als einfacher User eine Anregung erlauben darf, in puncto Benutzerfreundlichkeit gibt es da noch schon, glaube ich, Verbesserungsmöglichkeiten, oder? Ja, also wir haben jetzt die einmalige Chance, unser Produkt ins Ausland zu verkaufen. Es gibt ganz konkretes Interesse seitens der Europäischen Union. Die haben sogar einen internationalen Computerexperten nach Wien geschickt, um unser Angebot zu testen und zu schauen, ob er PC-kompatibel ist, nicht wahr? Umso unangenehmer ist es, dass gerade jetzt Wolfgang Schüssel immer öfter außer Kontrolle gerät. Ja, und was wird da seitens der Auftraggeber unternommen? Ja, es gab eine Zeit lang den Verdacht, dass es sich bei Wolfgang Schüssel nicht nur um eine künstliche, sondern auch um eine außerirdische Intelligenz handelt. Man hat deshalb sogar einen der berühmten amerikanischen Man in Black engagiert, um Schüssel einzubremsen. Aber der ist gescheitert. Sie haben uns schon so viele Informationen gegeben, die bislang top secret waren. Ich möchte mich mit meiner nächsten Frage noch ein bisschen weiter hinaus ins Unbekannte wagen. Was sind eigentlich die langfristigen Ziele Ihrer Auftraggeber? Langfristig geht es darum, zwei bislang getrennte Begriffe zu einem einzigen zu verschmelzen. Sie meinen virtuell und real? Nein, ich meine die Begriffe ÖVP und Österreich. Ich verstehe. Sie wollen also ganz Österreich virtuell in den Besitz der ÖVP überführen? Herr Dorfer, Sie machen den gleichen Fehler, den alle Laien bei diesem Thema machen. Sie verwechseln virtuell und reell. Das geschilderte Szenario, das Sie eben erwähnt haben, das ist kein virtuelles Szenario, das ist ein reales. Es geht darum, erst durch die reale Verschmelzung von Österreich und ÖVP wird bei einigen Bürgern dieses Landes die Wunsch nach virtuellen Wirklichkeiten entstehen. Und für diese Bürger werden wir dann ÖVP-freie virtuelle Welten entwickeln. Aha. Und wie könnten solche ÖVP-freien virtuellen Welten aussehen? Ganz unterschiedlich. Das kann sein eine Blumenwiese auf einer Waldlichtung. Das kann sein das Burgenland. Das kann aber auch sein eine Satire-Sendung im ORF. Aha. Ja, ich glaube, meine Damen und Herren, wir sind jetzt an die Grenzen unserer Existenzgewissheit gelangt. Wir wollen diese Grenzen nicht überschreiten und kommen daher zu unserer traditionellen Schlussaktion. Meine Damen und Herren, wir haben vorher über die Benutzeroberfläche bei Wolfgang Schüssel gesprochen und seine Verbesserungswürdigkeit. Lara Croft wurde als Gegenbeispiel genannt. Wir wollen nun unseren Professor bitten, eine Demonstration seines Könnens zu bieten. Bitte. Dass ich auf gefälliges Design nicht unbedingt großen Wert lege, ich glaube, das sieht man dem Wolfgang Schüssel an. Aber natürlich lässt sich auch hier was machen. Als erstes müssen wir mal ein Steuerungsmodul auf der Gesichtsoberfläche anbringen, am besten über der Oberlippe. Und dann kann man das Ganze ein bisschen in Richtung weiblich umformatieren. Was den Wolfgang Schüssel betrifft, eine zweite Lara Croft wird nicht aus ihm werden. Aber schon allein was seine Parameter in Bezug auf Natürlichkeit, Ehrlichkeit und Sympathieausstrahlung betrifft, sind ihm da Grenzen gesetzt. Aber wenn man so ein bisschen bemühen, dann kann man das sagen. Wieder mal wurde klar, dass nicht jeder Fortschritt in der Computertechnologie auch eine Verbesserung darstellt. Auch lernen wir, es gibt Dinge, die sich ähnlich sind, aber sich nicht ähnlich schauen. Ne? Ich hoffe, Sie schauen wieder vorbei nächste Woche, nicht nur virtuell, sondern auch real. Bis dahin, alles Gute und auf Wiederschauen. Alles Gute und auf Wiederschauen. Alles Gute und auf Wiederschauen. Alles Gute und auf Wiederschauen.